Hallo, hier ist Ina, die Papierverrückte. Ich habe ein Layout gemacht und zwar bin ich mal wieder aus meiner Komfortzone raus und habe mal neue Sachen probiert. Ich habe einen Aquarellhintergrund gemacht mit den ganz normalen Stampin' Up Stempelkissen. Ich habe die so kupferfarbenen Akzente gesetzt mit Nuvo Gilding Flakes. Das gibt es aber von ganz vielen Herstellern, verschiedenste Sachen. Auch im normalen Bastelladen, also ihr müsst da glaube ich nicht unbedingt in den Scrapbook-Laden für gehen, gibt es an verschiedenen Stellen. Das habe ich gemacht und ich habe ein eigenes Cut-File erstellt mit Hilfe von meiner Cameo-Software und dann auch mit meiner Cameo ausgeschnitten. Ich habe leider nur die Cameo-Software in der Basisversion, das heißt, ich kann euch nur die Studio-Datei zur Verfügung stellen und eine PDF. Schaut da einfach mal unten in die Infobox, ja. Irgendwann schaffe ich es vielleicht noch, das umzuwandeln, aber jetzt im Moment noch nicht. Und ich habe noch ein zweites Cut-File gemacht, ein bisschen kindlicher. Also wer jetzt zum Beispiel Drachensteigfotos von seinen Kindern hat, der könnte das damit schön scrappen. Das stelle ich euch zur Verfügung und wie ich das Layout gemacht habe, das seht ihr gleich. So, für mein Layout habe ich mir zwei Fotos rausgesucht von letztem Herbst. Und ja, die möchte ich gerne scrappen. Und zwar, wo die Weinberge angefangen haben, langsam, ja, herbstlich zu werden halt. Genau. Und ich habe mir da jetzt Folgendes überlegt. Und zwar gehöre ich nicht zu den Leuten, die tausend verschiedene Sachen haben. Ich habe aber von Stampin' Up verschiedene Farben. Und mit denen werde ich jetzt versuchen, also betone ich auch versuchen, ich bin ja nicht ganz so fit, was Aquarellhintergründe angeht, versuchen hier einen Aquarellhintergrund zu machen. Ja, und dann möchte ich noch mit den Gilding Flakes, die ich habe, Akzente setzen in Kupfer. Ja, um ja, um das Herbstthema aufzugreifen. Genau, und das war es dann eigentlich auch schon. Und ich würde euch einfach mitnehmen, würde aber den Ton, also wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich es, aber ansonsten würde ich euch einfach Musik unterlegen. Eine Sache noch, ich habe das Papier, habe ich Gesso drauf gemacht, damit das mit den Wasserfarben ein bisschen besser funktioniert, ohne dass das Papier sich dann wellt oder sowas. Jetzt hoffen wir es einfach mal. Es ist mein erster Versuch, was also Wasserfarben sozusagen und Gesso angeht. Und ihr dürft mir dabei zugucken. Jetzt wollte ich noch ein paar schwarze Spritzer drauf machen, die sind mir aber überhaupt nicht gelungen. Die verteilen sich so arg, das gefällt mir gar nicht. Jetzt schauen wir mal, ich meine, nachher, wenn die Sachen hier drauf sind, dürfte das gar nicht mehr so arg auffallen. Aber, ui, das müssen wir wegmachen. Da gucken wir einfach mal, wenn nicht, müssen wir das nachher mit den. Ich will ja noch Glitzer drauf machen. Ja, dann machen wir das nachher mit dem Glitzer. So, dann räume ich noch kurz weiter auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und jetzt will ich die Gilding Flakes aufbringen. Und das ist eigentlich relativ einfach. Das sind so Metallflocken. Da mache ich euch nochmal ein extra Video zu, in dem ich das genauer erkläre. Und ja, dafür brauche ich Kleber, um das aufzubringen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, aber ich brauche halt irgendwas, was auf jeden Fall klebt. Ich habe hier die Silikonmatte unten drunter, da kann man schön mit Kleber spielen.
Ja, und jetzt, wie gesagt, will ich diese Flecken, die so ganz blöd geworden sind. Genau, und klebt die sich einfach in den Kleber rein. Jetzt in meinem Fall noch diese Pinselstriche, die ich jetzt absichtlich gemacht habe. Ich möchte, dass das so ein bisschen ungleichmäßiger ist. Wenn ich gleichmäßig machen möchte, kann ich das zum Beispiel mit einem ganz normalen Sticky Tape machen. Ja, ich habe mit Absicht jetzt so Pinselstriche gewählt. Und dadurch klebt es halt an manchen Stellen besser und an manchen nicht so gut. Dann entsteht so ein unregelmäßiger Effekt, den ich jetzt, wie gesagt, haben möchte. Ich will das gar nicht so perfekt. So, wenn man fertig ist, sollte man die Dose relativ schnell zumachen, weil ein Luftstoß oder ähnliches macht eine Riesensauerei. So, und jetzt, damit dem geht es natürlich nicht, da ist jetzt der Kleber drauf, brauche ich noch einen zweiten Pinsel. Ich meinen Überschuss wegbürste. So, jetzt fällt mir aber auf, und jetzt habe ich ja nur oben, das heißt, ich müsste vielleicht tatsächlich doch hier unten noch mal ein bisschen was machen. Was so ein bisschen rauslugt unter den beiden Fotos, dass es schon über das ganze Layout geht. Dann pinsel ich das jetzt hier noch die Reste schön sauber runter. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das Layout zusammenbaue. So, ich habe es mir jetzt nochmal hingelegt. Und ich denke, ich werde das genauso machen. So gefällt es mir gut. Jetzt brauche ich nur noch meinen Kleber. Dann nehmen wir halt den. Das ist das Cut-File. Da habe ich, glaube ich, noch gar nichts zu gesagt. Das habe ich selbst erstellt mit der Cameo. Das kann ich euch als Silhouette-File auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Ich habe leider nur die Basisversion. Das heißt, ich kann selbst keine SVG-Dateien machen. Aber ich habe jemanden gefunden, der mir das vielleicht macht. Mal gucken. So, jetzt hat meine Kamera aufgegeben. Genau, also ich habe das jetzt aufgeklebt und mehr habe ich auch nicht mehr gemacht. Ja, ich habe jetzt hier noch diesen Punkt, der mir nicht gefällt. Da mache ich jetzt noch mal ein bisschen Gilding Flakes drauf. Und ansonsten war es das tatsächlich schon. Achso, ich habe noch das Datum unten hingeschrieben und ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es nicht 19, sondern 18 ist. Aber das ist ja für euch, sage ich jetzt mal, egal. Aber diesen dicken Fleck hier will ich jetzt noch wegmachen. Der stört mich noch. Da mache ich nochmal Gilding Flakes drauf. Da warte ich jetzt kurz, bis der Kleber getrocknet ist. Dann bürste ich das ab und dann sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen.